In Begleitung einiger Ritter erreichten Tuya und die anderen die Grenze, die der Amis und Torahi trennte. Auf dem Weg dorthin hatte der Anblick der berühmten Helden, die auf vier weißen Pferden ritten, jedem Passanten, ob Mann oder Frau, den Kopf verdreht. Sogar Cliff hatte scherzhaft gesagt: Ihr seid so auffällig, dass man gar nicht anders kann, nicht wahr? Als Notmaßnahme hatten sich die vier schließlich Kapuzen aufgesetzt, um ihre Gesichter zu verdecken. Es tut mir sehr leid, Tuya, aber weiter können wir euch nicht begleiten. Jenseits dieses Punktes liegt das Gebiet von Torahi. Obwohl unsere Länder freundschaftlich miteinander verbunden sind, dürfen Ritter dieses Gebiet nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis betreten. Als Hauptmann des Heiligen Ritterordens war Cliffs Gesicht den hohen Tieren in vielen Nachbarländern bekannt, auch in Torahi. Normalerweise müsste ein offizieller Antrag auf Einreiseerlaubnis bei Torahi gestellt werden, damit die Heiligen Ritter zusammen mit den Helden einreisen konnten. Da die Reise diesmal jedoch streng geheim sein sollte, war nicht genug Zeit gewesen, um die notwendigen bürokratischen Hürden im Vorfeld zu überwinden. Nein, 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 es ist schon mehr als genug, dass ihr uns bis zur Grenze eskortiert habt. Von jetzt an werden wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen. Tuya bedankte sich bei Cliff mit dem ihm eigenen erfrischenden Lächeln. Der Junge selbst war voller Zuversicht, aber das konnte man von einer seiner Begleiterinnen, Nana, nicht behaupten. Es ist das erste Mal, dass wir der Amis auf eigene Faust verlassen. Bist du sicher, dass wir das schaffen? Während des letzten Jahres hatten die Helden hauptsächlich innerhalb von der Amis gearbeitet. Sie hatten mit den Rittern mehrmals andere Länder besucht, aber dies war das erste Mal, dass sie als vierköpfige Gruppe ins Ausland reisen würden. Nana fühlte sich dabei genauso nervös wie beim Betreten ihres allerersten Kürkös. Trotz dessen, was ich dem Orakel gesagt habe, bin ich wirklich beeindruckt von dem Wachstum, das ihr alle gezeigt habt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht erwartet, dass ihr euch so schnell verbessern würdet, selbst wenn man euren Status als Helden bedenkt. Was das schiere Niveau angeht, könnt ihr vier bereits mit den Spitzenkämpfern vieler Länder mithalten. Aber wir haben noch keine einzige Runde gegen euch gewonnen, sagte Miyabi. Obwohl ihr Gesicht so ausdruckslos wie immer war, klang ihr Tonfall leicht mürrisch. Sie war sichtlich verärgert darüber, dass sie Cliff in all ihren bisherigen Sparringskämpfen nicht ein einziges Mal mit ihrer Magie getroffen hatte. Hahaha. Immerhin bin ich die stärkste Ritterin in ganz der Amis. Ihr seid alle sehr gewachsen, aber ich kann mich noch nicht übertreffen lassen. HMPF. Das nächste Mal werden wir nicht verlieren. Setsuna nahm Cliffs Aufmunterung mit Anmut an, aber sie war sich des deutlichen Stärkeunterschieds zwischen dem Ritterkapitän und ihrer Gruppe durchaus bewusst. Cliff war Stufe 84. Nach Setsunas Erkündigungen waren die stärksten Kämpfer der Welt, einschließlich des Bestienkönigs von Gaun, alle auf einer ähnlichen Stufe. Im Gegensatz dazu waren Setsuna und ihre Gruppenmitglieder kaum über Stufe 60 hinausgekommen. Sie hatten ihren rasanten Aufstieg in so kurzer Zeit geschafft. Indem sie die Dungeons von der Amis in halsbrecherischem Tempo nacheinander gemeistert hatten. Aber sie waren noch lange nicht in der Lage, sich ernsthaft mit den wahren Meistern der einzelnen Länder zu messen. Wir müssen auf dieser Reise etwas begreifen, sinnierte Setsuna. Wenn ich eine Vermutung anstellen müsste, ist das wahrscheinlich der Grund für die jüngste Prophezeiung von Melfinasama. Die Landschaft von Torahi breitete sich vor ihren Augen aus. Jenseits dieses Landes, jenseits eines großen, weiten Ozeans, lag das Ritze-Anis-CHE-Reich. Wieder einmal beschloss sie im Stillen, ihre Freunde zu beschützen, was auch immer geschehen mochte. Nachdem sie noch ein wenig geplaudert und einige letzte Details für die kommende Etappe der Reise besprochen hatten, trennten sich die Helden schließlich von den Rittern und lenkten ihre Pferde in Richtung der Hauptstadt von Torahi. Ihr erstes Ziel.
das dyramisianische Schiff zu finden, das im dortigen Hafen auf sie wartete. Bei der Einfahrt in die Stadt stellten die Helden ihre Pferde in einem Stall ab und sahen sich die Umgebung genau an. Das Stadtbild, das sich deutlich von dem in der Amis unterschied, war für die vier Jugendlichen, die in Japan aufgewachsen waren, ein ziemlich nostalgischer Anblick. Sieht Torai nicht irgendwie japanisch aus? Hey, wollt ihr euch die Stadt ansehen? Nana, wir sind nicht hierher gekommen, um uns die Stadt anzusehen. Nach der Audienz bei der Königin von Torai müssen wir das Schiff finden, das Colette für uns arrangiert hat und das uns auf den westlichen Kontinent bringt, schimpfte Setsuna, obwohl Nana nicht die einzige war, die ihre Aufregung kaum zügeln konnte. Komm schon, Setsuna. Ein bisschen kann doch nicht schaden, oder? Kleine Umwege zu machen, um Informationen zu sammeln, gehört zum Reiz des Reisens. Wird so schnell wie möglich durchgeführt. Gastrotour durch die lokale Küche bis zum Umfallen. Der höchst neugierige Toya und die gefräßige Miyabi hoben beide den Daumen in einer gut gemacht Pose. Ein einziger Blick auf die beiden ließ Setsuna schwer seufzen. Sie fühlte sich bereits erschöpft von dem Ärger, von dem sie überzeugt war, dass er kommen würde. Setsuna-chan, ab und zu eine Verschnaufpause zu machen, ist auch wichtig. Sieh mal, deine Augenbrauen sind wieder in Falten gelegt. Nana stellte sich auf die Zehenspitzen und strich Setsuna die Augenbrauen glatt, während sie ihr ins Gesicht schaute. Das war der endgültige Schlag. Oh okay, ich nehme an. Vielleicht habe ich mich in letzter Zeit wirklich ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Wenn man bedenkt, dass Setsuna am Ende oft nachgab, war sie im Grunde ein ziemlicher Softie. Nachdem ihre Freundin ihren Überredungskünsten nachgegeben hatte, beschloss die Gruppe, ein wenig Sightseeing zu betreiben. Sie wanderten gut gelaunt durch die Stadt. Nach etwa einer Stunde kamen sie zufällig an der Abenteurergilde vorbei. Aus einer Laune heraus hatte Toya aufgeschaut und das Schild der Gilde entdeckt. Hey, in der Abenteurergilde gibt es doch eine Vielzahl von Aufgaben, die man dort erledigen kann, oder? Wirklich? Das bedeutet, dass es Leute gibt, die Kanzaki-Kuns Hilfe brauchen, allmmf. Setsuna reagierte im Bruchteil einer Sekunde auf die Worte, die Nana nonchalant ausgesprochen hatte. Sie schöpfte ihre hohe Gewandtheit voll aus und schlug Nana wütend eine Hand vor den Mund. Mmmm, rief Nana und sah Setsuna entrüstet an. Du kannst das Wort Hilfe nicht vor Toya sagen, zischte Setsuna zurück. Wenn du es doch tust. Sie warf einen verstohlenen Blick auf ihren Begleiter. Leute, die meine Hilfe brauchen. Leute, die meine Hilfe brauchen. Es war zu spät. Als sie sah, dass in Toyas Augen praktisch Sterne leuchteten, gab Setsuna auf. Leute, es gibt doch sicher Leute, die unsere Hilfe als Helden brauchen. Und können wir das Meer überqueren, ohne diesen Menschen die Hand gereicht zu haben? Nein, natürlich nicht. Ein einziger Mensch wäre schon in Ordnung. Lasst uns das friedliche Leben der Menschen in dieser Stadt schützen. Kanzaki-kun. Toya war in eine leidenschaftliche Rede geplatzt, und Nana starrte ihn mit leidenschaftlichen Augen an. Miyabi schaute amüsiert zu, während sie die Snakes in ihren beiden Händen verschlang. Selbst Setsuna mit ihrer jahrelangen Erfahrung an der Seite von Toya konnte ihn nicht mehr aufhalten, als er in seinen Menschenhelfer-Modus wechselte. Wenn man bedenkt, wie sehr Nana in Toya verknallt war, würde sie sicher mit Freuden alles mitmachen, was er vorhatte. Miyabi? Setsuna wusste nie, was Miyabi dachte. An diesem Punkt blieb ihr nichts anderes übrig, als Toya so lange den schneidigen Helden spielen zu lassen, bis er zufrieden war. So viel zu, nur ein bisschen Sightseeing. Wie viel Zeit werden wir dadurch verlieren? Setsuna seufzte erneut zum gefühlt tausendsten Mal an diesem Tag.
Zur gleichen Zeit schauten zwei Augenpaare aus dem Gildengebäude auf die Helden. Es handelte sich um keinen geringeren als Gildenmeisterin Mist und ein Mitglied ihres Personals. Gildenmeisterin, es sieht so aus, als würden die Helden die Gilde betreten, ohne dass wir etwas tun müssen. Ursprünglich war geplant, dass wir eine kleine Show veranstalten, damit sie vorbeikommen, aber sagt den Empfangsdamen, dass wir das nicht mehr machen, und führt sie direkt in mein Zimmer. Kelvin hatte sich ein brillantes Skript ausgedacht, mit dem die Angestellten der Gilde versuchen sollten, die Helden ins Haus zu locken, aber mit den Worten von Mist war es für immer begraben, ohne das Licht der Welt erblickt zu haben. Abgesehen vom Drehbuch sind diese Kleider für das Theaterstück wirklich erstaunlich, dachte Mist bei sich. Das Dienstmädchen hat alles in Windeseile zu same Menge schustert. Aber selbst an den kleinsten Stellen sind detaillierte Motive zu sehen, und das Outfit ist mit einer Aufwertung der Schauspielkunst verbunden. Am Ende war alles umsonst, aber in der Lage zu sein, eine Ausrüstung dieses Ranges zu schaffen, als wäre es nichts. Klopf, klopf. Oh, da kommen sie. Mist packte ihr Kostüm sorgfältig weg und machte sich dann daran, ihre Gäste zu empfangen. Obwohl sich der Ablauf der Ereignisse etwas geändert hatte, hatte sie von nun an eine Rolle zu spielen. Ha! Karnas Truppe ist noch nicht zurück. Nein, Sir. Die Zeit für den regulären Kontakt ist längst verstrichen, aber keine einzige Person aus ihrem Trupp ist aufgetaucht. Wir haben das Signal für einen Notruf ausgelöst, aber es kam immer noch keine Antwort. Chef, könnte das bedeuten, dass Karna etwas zugestoßen ist? Gerade als Christoph sich zum Spaß an den frisch gefangenen Sklaven bedienen wollte, kam einer seiner Untergebenen mit einer sehr unangenehmen Nachricht herein. Eine Banditenbande zu leiten war viel bequemer als ein Abenteurer zu sein, aber es war unglaublich lästig, dass er für alles selbst Befehle erteilen musste. Christoph war sich sicher, dass die Banditen, wenn er sie sich selbst überlassen würde, in kürzester Zeit aufgespürt und festgenommen werden würden. Karnas Truppe war eine derjenigen, die für Entführungen zuständig waren. Das bedeutet, dass sie eine Unterstützungsgruppe hätte haben müssen, die sie begleitet, richtig. Was ist mit diesen Leuten passiert? Ein Magiertrupp sollte sie begleiten, aber wir haben auch von ihnen keinen Kontakt erhalten. Was zum Teufel ist hier los? Zischte Christoph wütend. Hat die Abenteurergilde von der Existenz von Black Wind erfahren? Das kann nicht sein, ich glaube nicht, dass wir bisher etwas verraten haben. Bis auf Karna sind alle Offiziere wohlbehalten zurückgekehrt. Und ich habe ihr gesagt, sie solle sich auf die Gebiete um Parts konzentrieren und Orte mit hochrangigen Abenteurern meiden. Ihre Gruppe und die unterstützenden Magier sind insgesamt mehr als 10 Personen, die alle hochrangig sind. In dieser Gegend dürfte es keine Abenteurer geben, die sie auslöschen könnten. Sind sie gierig geworden und haben sich auf ein anderes Gebiet verlegt? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das von Karna zugewiesene Gebiet selbst durchsuchen. Unter den Offizieren, die derzeit hier im Hauptquartier sind, befinden sich 3 Abenteurer des Rangs A aus meiner Gruppe Prisla, Hopper und Ado und 4 Offiziere der ursprünglichen Black Wind. Falls Karna wirklich etwas zugestoßen sein sollte, kann ich niemanden mit einem ähnlichen Rang wie sie schicken. Hem. In diesem Fall sollte Hopper genau richtig sein. Holt mir Hopper. Sofort. Igitt, warum muss ich jemand anderem den Hintern abwischen? Ein kleinwüchsiger Mann mit Babygesicht stapfte träge aus dem Raum, in dem er gerade von seinem Chef den Auftrag erhalten hatte, den Suchtrupp anzuführen. In seinem Gesicht war keinerlei Motivation zu erkennen. Christoph flippt manchmal ganz schön schnell aus. Warum regt er sich über einen leicht ersetzbaren Offizier so auf? Ich bin mit meinem Hobby beschäftigt und so. Hopper, haben Sie die Frauen,
die wir gefangen genommen haben, wieder gefoltert. Sie wissen doch, dass der Chief sie dafür in der Luft zerreißen wird, wenn sie das mit der Ware machen. Sein Untergebener machte sich Sorgen um ihn, aber Hopper selbst gackerte nur laut. Du verstehst es wirklich nicht. Es gibt keine himmlischere Musik auf dieser Welt als die Schreie von Frauen. Sie ist so wertvoll, dass man sie nicht einfach mit Geld kaufen kann, Mann. Ich fürchte. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber lassen wir dein Hobby mal beiseite, der Suchtrupp wartet schon vor dem Haupteingang auf dich. Alle 10 von ihnen sind über Stufe 30. Hey. Das ist ein ziemlich mutiger Schritt für Christoph. Das ist so ziemlich die gesamte Spitzenkampfkraft, die wir hier im Hauptquartier haben, oder? Das zeigt nur, wie ernst es dem Chef mit der Sache ist. Wenn man bedenkt, dass sie selbst dorthin gehen, kann ich nicht umhin, die andere Seite ein wenig zu bemitleiden. Dieser Untergebene von Hopper war in Wirklichkeit selbst eine Bestie von einem Krieger der Stufe 34. Da er lange und gut als Harpers rechte Hand gedient hatte, erwarteten viele, dass er bald zum Offizier befördert werden würde. Hopper und sein Banditenkollege scherzten und lachten, als sie den Gang hinuntergingen. Nur noch einmal um eine Ecke und sie würden den Haupteingang erreichen. Die Elite von Blackwind würde sich draußen versammeln, bereit, sofort loszulegen. Wie toll wäre es, wenn es sich um ein hübsches Mädchen handeln würde. Wir reden hier von einem Gegner, der Kana besiegt haben könnte, oder? Die Chancen dafür sind wahrscheinlich sehr gering, Hem. Der Untergebene, der vorauslief und daher als erster einen Blick auf den Eingang geworfen hatte, hielt plötzlich inne. Hopper, in dessen Gedanken erotische Fantasien herumschwirrten, bemerkte das nicht rechtzeitig und stieß mit dem Rücken des anderen Mannes zusammen. Au! Was ist denn los? Warum bleibst du so stehen? Es tut mir leid, Boss. Ich war nur überrascht, weil ich draußen niemanden sehe. Das ist wirklich seltsam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vorladung rausgegangen ist. Komm schon, reiß dich zusammen, okay. Was würdest du tun, wenn die zarten grauen Zellen meines Gehirns verletzt würden? Hopper, der über die Fähigkeit der Magiererkennung verfügte, merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, als er sich an seinem Untergebenen vorbeidrängte und durch den Eingang trat, der breit genug war, dass 10 Erwachsene nebeneinander hindurchgehen konnten. Ein dünner Schleier aus Magie bedeckte den Eingang. Er war mit einem Zauberspruch belegt worden. Passt auf! Jemand ist hier, rief Hopper sofort warnend. Doch er erhielt keine Antwort. Kumpel, hörst du mir zu? Irritiert, weil er keine Antwort hörte, drehte sich Hopper schnell um. Zu seinem Entsetzen sah er nicht den anderen Mann hinter sich stehen, sondern einen Ritter in pechschwarzer Rüstung, der ein rot triefendes Schwert hielt. Zu Füßen des Ritters lag die Leiche des Banditen, der brutal niedergestreckt worden war, in einer Blutlache. Wann ist er hinter mich gekommen? Ehe er sich versah, hatte er Harpers geliebtes Schwert in der Hand. Als Spezialist mit Spür- und Detektionsfähigkeiten war er äußerst sensibel für Veränderungen in seiner Umgebung und für Gefahren, die auf ihn zukamen. Aus diesem Grund hatte Christoph Hopper als Leiter des Suchtrupps ausgewählt. Doch trotz dieser Fähigkeiten hatte Hopper nicht bemerkt, dass sein eigener Untergebener direkt hinter ihm getötet worden war. In seinen Augen war dies ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Das tut mir leid. Wir sind in einer persönlichen Angelegenheit etwas in Eile. Aber ihr wendet diese Art von Taktik doch ständig an, oder? Ihr könnt das nicht feige oder unfair nennen. Hopper hörte eine männliche Stimme, die von hinten kam. Er konnte sich jedoch nicht dazu durchringen, sich noch einmal umzudrehen. Unabhängig davon, wie viel Gefahr diese Stimme für ihn darstellte, konnte er seinen Blick nicht von dem schwarzen Ritter abwenden,
auf den seine Fähigkeit zur Gefahrenerkennung so heftig reagierte. Scheiße, 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 Scheiße. Direkt hinter mir stehen zwei weitere Personen, die ähnlich stark sind wie der Schwarze Ritter. Hopper nutzte seine Fähigkeit Präsenzwahrnehmung, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, so gut er konnte. Ein Mann, vermutlich derjenige, der gerade gesprochen hatte, stand direkt vor dem Eingang und versperrte ihn. Hinter ihm und etwas abseits befand sich eine weitere Person, die ein beängstigendes Maß an Kampfgeist ausstrahlte. Schließlich befand sich auf der anderen Seite des Ganges ein Haufen Leichen, sehr wahrscheinlich die der Elitetruppe, die Hopper anführen sollte. Nun, das sollte genug Zeit für sie sein, um die Situation zu verstehen, in der sie sich befinden, richtig. Nach ihrer Stufe zu urteilen, sind sie ein Offizier der Schwarzen Winde. Und die Tatsache, dass du dein Gesicht hinter einer Maske versteckst, bedeutet wahrscheinlich, dass du einer der sogenannten Champions von Trüzen bist, würde ich wetten. Wissen Sie, wir haben den Eingang überwacht, in der Hoffnung, dass der große Böse irgendwann herauskommt, aber wir haben immer nur die Lakaien erwischt. Sie hatten nicht einmal nützliche Informationen. Wir haben uns so gelangweilt. Hopper hörte aufmerksam zu, als der Mann mit dem aufgeregten Tonfall eines Kindes weiterredete, das ein neues Spielzeug in die Hände bekommen hatte. Oder besser gesagt, er fühlte sich wie erstarrt, unfähig, etwas anderes zu tun als sitzen zu bleiben und zuzuhören. Er sagte, nach deinem Niveau zu urteilen, bedeutet das, dass er das Analyseauge besitzt. Und so gelassen zu klingen, nachdem er meine Werte auf Stufe 62 gesehen hat. Ist er ein Abenteurer der Stufe S? Woher kennt er meine Identität? Das kann man doch nicht von meinem Titel ableiten. Harpers Gedanken wirbelten mit maximaler Geschwindigkeit herum, während er verzweifelt nach einem Ausweg suchte. Aber es fiel ihm nichts Gutes ein, und er wurde mit der Zeit immer verwirrter. Also, was wirst du tun? Wenn du kämpfen willst, würde ich dir gerne Gesellschaft leisten. Wenn du bereit bist, mir alle Informationen zu geben, die du weißt. Chef, Eindringlinge. Und sie wissen, wer wir sind. Kluge Entscheidung. Du magst zwar verdorben sein, aber ich schätze, du hast doch die Entscheidungsfähigkeit eines Arangs. Nicht, dass es dir helfen würde. Hopper hatte sich schließlich dazu entschlossen, die Informationen unter Einsatz seines eigenen Lebens weiterzugeben. Natürlich bewegte sich der Schwarze Ritter darauf hin. Das Rapier, das Hopper in der Hand hielt, traf auf das Großschwert des Ritters. Der Schlagabtausch dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, wobei das Schwert des Banditen den Ritter nicht einmal erreichte. Das Großschwert durchtrennte sowohl Harpers Degen als auch seinen Körper mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das letzte Geräusch, das Hopper hörte, war nicht der Schrei einer Frau, sondern sein eigenes Todesröcheln. Pech für dich, aber ich habe den Eingang zu deinem kleinen Versteck mit dem Zauber Silent Whisper belegt. Falls du das nicht kennst, es unterbricht im Grunde den Schall. Mit anderen Worten, deine Stimme erreicht niemanden. Die gnadenlose Erklärung des Mannes war in Harpers Ohren nicht mehr zu hören. Schätze, die Dinge laufen nicht immer so gut, wie wir hoffen, murmelte Girard, während er sein Großschwert schwang. Die Bewegung ließ alles Blut, das an seiner Waffe klebte, wegfliegen und auf den Boden spritzen, so dass das Dain's Life wieder in seinem ursprünglichen Glanz erstrahlte. Dich als Überraschungsangriff hinter den Feind zu beschwören. Der Engpass scheint die Zeit zu sein, die für die Beschwörung selbst benötigt wird. Das gilt auch für das Licht des magischen Kreises, aber diejenigen, die über eine magische Erkennung verfügen, könnten den Zauber leicht erkennen und sich rechtzeitig entfernen. Es ist schwer, den richtigen Zeitpunkt abzuschätzen.
Wie wäre es, wenn ihr ihn zusammen mit Concealment einsetzt, mein König? Was wir gerade ausprobiert hatten, war eine Überraschungsangriffsstrategie, bei der die Fähigkeit Beschwörung eingesetzt wurde. In dem Moment, als der Maskierte durch den Eingang trat, hatte ich Girard hinter den Untergebenen beschworen, der versucht hatte, ihm nach draußen zu folgen. Indem er sofort nach seiner Beschwörung angriff, konnte Girard den Mann völlig unvorbereitet treffen und ihn mit einem einzigen Hieb ausschalten. Außerdem hatte ich den Eingang mit dem grünen Magizauber Stummes Flüstern des Rains B getarnt und damit eine Barriere errichtet, die den Schall am Durchdringen hinderte. Keine Geräusche, die innerhalb des Fastecks gemacht wurden, waren draußen zu hören, und das gleiche galt umgekehrt. Deshalb hatte der Ganove nicht mitbekommen, dass sein Mitstreiter getötet wurde. Wie lange wollen wir dieses dumme Loch noch überwachen? Mir ist jetzt schon langweilig, murrte Sera, die mit gespreizten Beinen, in die Hüften gestemmten Armen und einem Schmollmund dastand. Hast du dich nicht schon beim Kampf vorhin gut amüsiert? Ich bin sehr froh, dass ich stummes Geflüster gewirkt habe. Jedenfalls scheinen die beiden die letzten gewesen zu sein, die zum Eingang gegangen sind. Es wird Zeit, dass wir die Initiative ergreifen. Dank der Präsenzwahrnehmung hatte ich einen ziemlich guten Überblick über die Positionen aller Personen im Versteck. Diejenigen, die seit unserer Ankunft keinen einzigen Schritt gemacht hatten, waren höchstwahrscheinlich Entführungsopfer, die dort festgehalten wurden. Was sollen wir mit den Mitgliedern des Schwarzen Windes machen, die wir getötet haben, Meister? Ich fürchte, es würde die Sache verkomplizieren, wenn die Helden sie zu Gesicht bekämen. Ephil beendete ihren Zustand der verdeckten Aktion und trat aus dem Schatten des Eingangs. Während der Rest von uns den Durchgang versiegelte und darauf wartete, sich auf die Mitglieder des Schwarzen Windes zu stürzen, die herauskamen, hatte sie unsere Umgebung im Auge behalten. Nach allem, was wir wussten, hätte es auch ein Angriffskommando sein können, das zufällig zur gleichen Zeit zurückkehrte. Dank ihrer Fähigkeit zum Weitblick hätte sie eine solche Truppe schon aus meilenweiter Entfernung ausmachen können. Wir lassen Clotho sie einfach absorbieren. Bitte und danke, Clotho. Die winzige Figur von Clotho, die ständig auf Ephils Schulter saß, wackelte einmal und brachte einen Klon hervor. Da wir die Leichen bereits an einem Ort versammelt hatten, hüpfte der Schleim einfach hinüber, vergrößerte sich und verschluckte den ganzen Haufen in einem Zug. Genau wie wir war auch Clotho durch den Kampf mit Victor erheblich aufgewertet worden. Mit den neu erworbenen SP hatte er sich zwei neue Fertigkeiten angeeignet. Demontieren und Metallisieren. Die Fertigkeit Zerlegen diente dazu, verwertbare Materialien aus den Leichen von Monstern zu entfernen, während sie absorbiert wurden. Ein höherer Rang in dieser Fertigkeit würde noch mehr Materialien liefern, als man normalerweise erhalten kann, und die Möglichkeit erhöhen, besonders seltene Materialien zu erwerben. Im Fall von Clotho konnte der Schleim Ziele mit Völlerei verschlingen und dann alle daraus resultierenden Materialien durch die Zerlegung direkt ins Lager schicken. Zu unserer Überraschung konnte die Fähigkeit Zerlegen auch bei menschlichen Leichen eingesetzt werden. Wir hatten nicht die Absicht, etwas so Groteskes wie die Verwendung menschlicher Materialien zu tun, aber die Fertigkeit war in der Lage, die Ausrüstung, die die Leichen trugen, direkt ins Lager zu übertragen. Du bist dran, Clotho-san. Hey, du hast einen Schlüsselring gefunden. Nachdem sie den maskierten Mann absorbiert hatte, informierte mich Clotho telepathisch über einen Schlüsselring, der in ihren Speicher gelangt war. Wenn ich darf, Meister, könnten das nicht die Schlüssel für das Innere der Zentrale sein? Der maskierte Mann schien immerhin ein Offizier zu sein. Das bedeutet, dass unsere Suche mit diesem Schlüssel in der Hand sehr schnell voranschreiten wird, rief Sera. Clotho, gut gemacht. Los geht's. Sera, denkst du nur ans Randalieren? Denk daran,
dass dies eine verdeckte Mission sein soll. Wenn die andere Seite unser Eindringen bemerkt und die Gefangenen als Geisel nimmt, wird es sehr viel schwieriger, die Dinge zu klären. Du Spielverderber! Komm schon, schmoll nicht. Es war allerdings ziemlich enttäuschend, wie schwach der Abenteurer vom Rang A gewesen war. Ich hatte seinen Status mit Hänal Eis Ei bestätigt, und es hatte sich herausgestellt, dass er schlechter war als die Status der Helden, die Melfina uns mitgeteilt hatte. Vom Niveau her war dieser Hopper zwar über den Helden, aber seine Fähigkeiten waren ziemlich verkümmert. Oder ist er normal, und die Helden sind die Anomalien? Also gut, tauchen wir in ihr Versteck ein, so wie du es gesagt hast. Aber Sera, denk daran. Es ist in Ordnung, zu kämpfen, aber halte mit deinen Detektivfähigkeiten immer Ausschau nach Fallen. Hast du das verstanden? Natürlich. Ich bin voll dabei. Og? Klar. Obwohl sie äußerst fähig war, hatte Sera eine sehr geradlinige Persönlichkeit, die mich manchmal um sie bangen ließ. Meine Güte, was soll ich nur mit diesem Kampf-Junkai anfangen?